Holger, Auftakt in eine Woche, die es absolut in sich haben könnte. Der DAX notiert nach rund 90 Minuten Handel nahezu auf seinem Schlussniveau der Vorwoche wieder bei 9.650 Zählern. Wir waren schwach gestartet. Das lag aus Konjunkturdaten aus China, die auf eine Abkühlung der dortigen Konjunktur hindeuten. Und das ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Dementsprechend werden solche Zahlen natürlich immer mit viel Interesse verfolgt. Mittlerweile allerdings haben sich die Optimisten wieder durchgesetzt und der DAX, wie gesagt, wenig verändert, hat also seine Verluste wieder aufgeholt. Spannend könnte es in dieser Woche werden, denn wir haben viele wichtige Themen. Zum einen die Krise in der Ukraine. Der Präsident Russlands hatte Gegenmaßnahmen angekündigt auf die Sanktionen, die in der vergangenen Woche seitens Europa und der USA bekannt gegeben wurden. Dementsprechend ist man natürlich gespannt, welche Unternehmen oder Branchen das Ganze betreffen wird. Zum anderen die Frage, wie geht es mit Schottland weiter? Gibt es tatsächlich die Unabhängigkeit? Das würde an den Finanzmärkten vermutlich nicht gut ankommen, denn es würde zu viele Unsicherheiten in den Markt bringen und die Börsen mögen keine Unsicherheiten. Das haben wir alle in den letzten Jahren gelernt. Beispielsweise die Frage nach der Währung, denn das britische Pfund, so hat es Großbritannien schon signalisiert, gibt es quasi nicht als Gemeinschaftswährung. Beim Euro fehlen momentan die Zulassungsvoraussetzungen, Anführungszeichen, dann gäbe es quasi nur noch eine eigene Währung. Also viele Unsicherheiten. Wir werden sehen, wie in dieser Woche tatsächlich entschieden wird. Die Notenbanken werden wieder in den Fokus rücken, EZB und auch die US-Notenbank Fed. Insbesondere bei der Fed wird man hinschauen. Und die große Frage, gibt es erste Signale auf eine Zinserhöhung? Geplant ist ja nach Ansicht vieler Börsianer der erste Schritt im kommenden Jahr, also sprich Anfang 2015. Ja. Ansonsten heute ein Thema, die Aktie von TUI. TUI und seine britische Tochter TUI Travel rücken zusammen. Das Ganze soll über einen Aktientausch funktionieren und kommt am Markt sehr gut an. Sowohl die Aktie von TUI Travel an der Börse in London als auch die TUI-Aktie im Plus, der größte Gewinner in der zweiten Börsenliga im MDAX. Ziel und Zweck natürlich Kosteneinsparung. Ansonsten der Euro bei 1,2925 zu sehen. Es geht aktuell wieder nach unten. Die Ölpreise deutlich schwächer und auch Gold auf einem absteigenden Ast. Wir sind gespannt, wie der weitere Handelstag verläuft. Wie gesagt, in dieser Woche stehen viele spannende Ereignisse auf der Agenda.